Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Battle. Ja, ich muss mich erstmal bei euch entschuldigen. Tut mir sehr leid, dass es so lange her ist, dass die letzten Jurassic World Folgen kamen, aber ich hatte einfach privat viel zu tun und um die Ohren und hatte deswegen nicht so viel Zeit, Videos zu produzieren. Aber ich versuche jetzt wieder mein Bestes, regelmäßig hier Videos für euch rauszuhauen. Und ja, heute haben wir wieder eine Jurassic Battle Folge und zwar das dritte Viertelfinale. Es treten gegeneinander an der Allosaurus gegen den Carnotaurus. Also ein sehr, sehr spannender Kampf. Aber bevor wir die beiden jetzt ausbrüten, müssen wir ihnen natürlich wieder jeweils zwei Modifikationen zufällig zulosen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Wir fangen an beim Allosaurus. Sehr praktisch, der ist direkt der erste Dinosaurier hier oben links mit A. Und dafür gehen wir in sein Genom, rufen wieder unser tolles Rädchen aus. Und das werden wir dann wieder viermal drehen. Ihr kennt das Spiel. Das brauche ich, denke ich, nicht mehr zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Haben wir zum ersten die 1. Zweite Zahl ist die 6. Dritte Zahl ist die 8. Und zu guter Letzt haben wir da die 6 nochmal. Sehr, sehr schön. Mit diesen vier Zahlen ermitteln wir dann wieder unsere zwei Modifikationen, die der Allosaurus dann dazu bekommt. Das machen wir jetzt auch direkt. Nehmen die erste Zahl, das ist die 1. Das heißt, es wird schon mal eine Aussehensmodifikation für den Allosaurus geben. Und zwar die 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Küstengebiet, Mustergen. Ja, ist natürlich optisch für ihn sehr, sehr schön. Allerdings bringt das wertetechnisch rein gar nichts. Aber trotzdem, keine schlechte Sache. Immerhin besser als gar keine Modifikation zu bekommen. Und dann gehen wir mit der dritten Zahl, nehmen wir den achten Modifikationsstrang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ein Angriffsstrang, das ist sehr, sehr gut. Und davon auch wieder die sechste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Besonders effizientes Blut 1.0. Bringt 11 Angriffe hinzu und leider keine Verteidigung. Aber immerhin hat er eine Verbesserung hier bekommen. Hat dann im Endeffekt 118 Angriff und 33 Verteidigung. Das sind wirklich keine schlechten Werte. Und mit diesen Werten geht es dann für den Allosaurus hier in das Duell mit dem Carnotaurus, für den wir jetzt auch die Modifikation erstmal auslosen. So, und dann wiederholen wir hier das Ganze nochmal für den Carnotaurus. Dafür gehen wir natürlich auch auf sein Genom. Wo haben wir ihn denn? Da ist er schon. Genom modifizieren. Rufen unser Rädchen auf. Und das Ganze drehen wir dann auch wieder viermal. Schauen wir mal, welche Zahlen er bekommen wird. Oh, das ist die 1. Das heißt schon mal, er bekommt auf jeden Fall eine Aussehensmodifikation. Und zwar die 4. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Das wollte ich nicht. 4. 4 ist die zweite Zahl. Und dann haben wir die 6 als dritte Zahl. Und zu guter Letzt nochmal die 4. Sehr, sehr schön. Habe ich mir so notiert. Und dann blenden wir unser Rad aus, gehen in das Genom und fangen wieder an. Mit der 1 kommen wir in den Aussehensstrang. Und zwar nehmen wir hier die vierte Aussehensmodifikation. 1, 2, 3, 4. Savannenmuster gehen. Bringt, wie gesagt, wieder nur Optik. Keine Werte oder sowas dazu. Aber immerhin immer noch besser als gar nichts zu bekommen hier. Das kann ja auch vorkommen. So, wenden wir an. Und dann gehen wir in den sechsten Strang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und davon die vierte Modifikation. Belastbarkeitsstrang ist das. Sehr, sehr interessant. 1, 2, 3, 4. Starke Heilung 3.0. Bringt 14 Verteidigung dazu. Und ich denke mal, dass die Heilwerte sehr, sehr stark steigen werden. Das heißt, wenn in einem Kampf dann eine Pause, ihr kennt das ja, wenn die Dinosaurier kämpfen und dann mal auseinandergehen, denke ich auf jeden Fall, wenn der Carnotaurus eine längere Pause bekommt, dass er einen sehr, sehr großen Vorteil hier hat, weil er einfach viel, viel schneller Leben regenerieren wird. Aber wir werden gleich sehen im Kampf. Ich wende das Ganze an. Er hat jetzt im Endeffekt Werte von 88. Das ist auf jeden Fall um einiges schlechter als der Allosaurus. Und 45 Verteidigung. Ihr seht schon, der Allosaurus ist gerade ausgebrütet. Sehr, sehr schön. 45 Verteidigung. Das ist auf jeden Fall besser als die Verteidigungswerte vom Allosaurus. Aber ich würde sagen, ich bringe euch zurück, sobald die beiden hier die Arena betreten. Bis gleich. Der Allosaurus.
Er war ein großer Theropode und ist aufgrund der ungewöhnlich hohen Zahl an Fossilien der am meisten studierte Dinosaurier aller Zeiten. Sein Name bedeutet andersartige Echse. Die auffälligsten Merkmale des Allosaurus sind sein äußerst starker Schädel und seine Fähigkeit, seinen Kiefer extrem weit aufzureißen. Allerdings war im Gegensatz zu den anderen größeren zweibeinigen Fleischfressern seine Bisskraft relativ schwach. Der Carnotaurus. Sein Name bedeutet fleischfressender Stier und bezieht sich auf seine Hörner und Augen. Rivalisierende Exemplare haben sich vermutlich gegenseitig Kopfstöße versetzt, deren Wucht durch die Hörner absorbiert wurden. Dieser leichte Raubsaurier bewegte sich auf zwei Beinen fort und war wahrscheinlich einer der schnellsten Theropoden, was es ihm leichter machte, kleinere Dinosaurier zu jagen. Seine vorderen Gliedmaßen waren jedoch wesentlich kleiner als die aller anderen großen Fleischfresser. Er wurde bis zu 3,30 Meter hoch, 2 Tonnen schwer und 10,4 Meter lang. Die beiden Dinosaurier befinden sich jetzt hier in der Arena und natürlich stellt sich jetzt vor dem Kampf noch eine sehr wichtige Frage, und zwar, wer von euch wird den Allosaurus übernehmen und wer von euch wird den Carnotaurus übernehmen? Diese Frage werde ich jetzt klären. Wir fangen an beim Allosaurus. Ja, wenn ich ihn dann angeklickt kriege. Versteckt sich gerade hier im Wald. Wir machen mal eben die Bäume hier weg. Meine Güte. So. Der Allosaurus. Den bekommt Melvina mit dem Kommentar. Zuerst würde mich freuen, wenn du ein Herz gibst, wenn du gelesen hast. Ich will der Hashtag Allosaurus sein. Der Allosaurus war der erste, den ich kannte. Ich habe viele Bücher über ihn gelesen und er ist zu meinen Lieblingsdinosauriern herangewachsen. In vielen Dinosaurierspielen, Ark, The Isle und so weiter, habe ich so lange gesuchtet, bis ich ihn freigeschaltet habe. Er ist so für mich, wie Ian Malkin ihn in Jurassic World Evolution beschrieben hat. Irgendwas macht mir an ihm Sorgen. Gleichgewicht herrscht. Würde mich sehr freuen, wenn ich der Allosaurus sein könnte. Ein wirklich, wirklich schöner Kommentar. Und mit diesem wirst du der Allosaurus, lieber Melvina. Ich werde ihn auf jeden Fall jetzt mal umbenennen. In deinen Namen. Ja, so, ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Und jetzt kommen wir zum Carnotaurus. Und den Carnotaurus. Mit einer wirklich sehr, sehr schönen Färbung, wie ihr hier sehen könnt. Den bekommt Primer, Hashtag LPP, mit dem Kommentar Hashtag Carnotaurus. Er ist irgendwie die klassische Mischung aus Gefährlichkeit und Geschwindigkeit. Wenn ich ein Dino gewesen wäre, würde mein Charakter am ehesten zu dem Kano passen. Und mit diesem Kommentar wirst du der Carnotaurus. Ich benenne ihn natürlich auch in deinen Namen um. Und ich drücke euch beiden auf jeden Fall feste die Daumen für den Kampf gleich. Ich bin sehr gespannt. Oh, Hashtag kann man glaube ich gar nicht schreiben. Wartet mal. Nein. Okay, ich kann ihn vielleicht doch nicht umbenennen in deinen Namen. Ich lasse das Hashtag einfach mal weg. Ich denke, das passt schon. Und ja, ich würde sagen, ich bringe euch dann zurück, sobald der Kampf hier losgeht. Bis gleich. So, meine Freunde, ich habe die beiden schon in die Arena gelassen und warte die ganze Zeit, dass die beiden aufeinander losgehen, was sie allerdings bis jetzt nicht getan haben. Man muss überlegen, dass mittlerweile ein neuer Patch rausgekommen ist von Jurassic World. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich ein bisschen das Verhalten der Dinosaurier durch den Patch geändert hat. Und die vielleicht nicht mehr unnötig kämpfen, wenn sie keinen Hunger haben. Und da hier so viele Ziegen im Gehege rumlaufen, ihr seht sie ja im Hintergrund, ist natürlich das Hungerbedürfnis nicht gerade so hoch, dass man gegen einen anderen Kontrahenten antreten sollte. Und ich glaube, ich muss die beiden jetzt nochmal betäuben, verkaufen, nochmal neu ausbrüten und dann ohne Futter im Gehege. Das werde ich jetzt tun und dann bringe ich euch zurück. Bis gleich. Oh, bevor ich es jetzt hier mache, ich glaube, die beiden... Oder auch nicht. Ihr habt es gesehen. Also normalerweise, ich dachte jetzt, die beiden kämpfen jetzt. Aber sie haben sich nur angebrüllt und gehen jetzt wieder auseinander.
Also ich werde es jetzt auf jeden Fall mal so versuchen. Ich werde die beiden nochmal verkaufen, neu ausbrüten, natürlich mit den genau gleichen Modifikationen und Werten und so weiter. Und dann geht's ja hoffentlich los. Bis gleich. So Leute, wundert euch nicht. Ich habe die Ziegen jetzt ausgesperrt, weil es gibt leider keine andere Möglichkeit. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ich werde jetzt auf jeden Fall schnell auf den Alu wechseln. Ich glaube, die beiden gehen jetzt nämlich aufeinander los. So wie ich es wollte. Hier beginnt jetzt der Kampf zwischen dem Allosaurus und dem Carnotaurus, zwischen Melvina und Primer. Ihr seht schon, wie sie sich anbrüllen hier, das ist ganz schön heftig. Und der Allosaurus landet hier einen Treffer, einen ersten Treffer. Und der Carno schlägt zurück. Bis jetzt sehr, sehr ausgeglichen. Jetzt umkreisen sie sich. Und der Carno schlägt nochmal zu. Obwohl er hier die schlechteren Werte hat, was den Angriff angeht. Also nicht schlecht. Und beide sind jetzt bei niedriger Gesundheit. Sehr, sehr ausgeglichen. Jeweils zwei Treffer. Beiden gehen jetzt auseinander. Und jetzt müsst ihr bedenken, der Carnotaurus war das, glaube ich. Er hat starke Heilung als Modifikation. Das könnte ihm jetzt wirklich, wirklich helfen. Wir können das mal ganz kurz begutachten. Er hat 45%. Oh, er hat aber nur 27%, seht ihr? Er wurde viel, viel stärker verletzt. Ja, wir beobachten das mal lieber wieder. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier gleich weitergeht. Also der Allosaurus ist hier jetzt noch im Vorteil. Also er hat auf jeden Fall mehr Leben. Sieht also auch nicht so fertig aus wie der Carnotaurus. Der hat mich ganz schön den Kopf unten. Ah, seht ihr das? Der Kopf ist immer noch gesenkt. Ich hoffe, die beiden kämpfen jetzt gleich auf jeden Fall weiter. Ansonsten mache ich hier gleich mal eben einen schnellen Schnitt. Er scheint jetzt hier weiterzugehen. Es hat wirklich ein bisschen gedauert. Der Allosaurus ist bei 64% Leben, der Carnotaurus bei 47%. Das heißt, der Allosaurus hat hier auf jeden Fall einen Vorteil. Bin jetzt sehr gespannt. Und der Allosaurus schlägt jetzt hier auch nochmal zu. Jetzt sieht es gar nicht mehr gut aus für den Carnotaurus. Aber er schlägt hier zurück. Eieieiei. Sind, glaube ich, jetzt wieder beide bei niedriger Gesundheit. Ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt schon wieder auseinandergehen, hier die beiden. Na, vielleicht auch nicht. Umkreisen sich erstmal. Und sie kämpfen weiter. Der Alu schlägt nochmal zu. Und der Kopf vom Carnotaurus, der ist jetzt hier unten. Und der Allosaurus macht jetzt hier auch kurz einen Prozess. Und holt somit für Melvina den ersten Punkt in diesem Kampf. Natürlich hat der Carnotaurus hier noch eine Chance. Wir spielen wieder Best of Three, wie immer. Und ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch schon mal an dich für diesen ersten Sieg, Melvina mit dem Allosaurus. Ich bringe euch gleich zurück, sobald Kampf 2 losgeht. Bis gleich. So, Freunde, Kampf 2 geht los zwischen dem Carnotaurus und dem Allosaurus. Diesmal aus Sicht des Carnotaurus. Und der Allosaurus schlägt zu. Das ist hier wieder sehr, sehr ausgeglichen. Beide haben sich jetzt einmal getroffen. Es wird hier gebrüllt. Macht demonstriert. Wer kann das hier entscheiden? Kann der Allosaurus hier die zweite Runde für sich gewinnen und den Carnotaurus somit aus dem Turnier schmeißen? Ich bin sehr gespannt. Der Carnotaurus kämpft auf jeden Fall hart. Er hat jetzt den Allosaurus stark getroffen und der ist bei niedriger Gesundheit. Falls er jetzt hier nochmal zuschlägt, könnte er diesen Kampf für sich entscheiden auf jeden Fall. Und dann kann er hier ausgleichen. Die umkreisen sich jetzt aber wirklich, wirklich krass. Haben sich fast um 180 Grad jetzt gedreht. Und der Allosaurus schlägt zurück. Jetzt sind wieder beide bei niedriger Gesundheit. So wie beim letzten Kampf. Ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass die beiden auseinandergehen. Und das tun sie jetzt auch erstmal. Der Carnotaurus ist, wir können mal eben gucken, bei 25% Gesundheit und der Allosaurus bei 44%. Also ein ähnliches Bild wie im ersten Kampf. Das sieht hier dann gar nicht mal so gut aus für den Carnotaurus. Aber mal schauen, er hat ja auf jeden Fall eine starke Heilungsmodifikation. Er sollte jetzt versuchen, hier den Kampf erstmal zu vermeiden und ein wenig Zeit zu schinden und sich zu regenerieren.
Aber wir werden sehen, ob der Kampf hier gleich weitergeht oder ob ich hier einen Schnitt setzen muss. So wie es ausschaut, geht der Kampf jetzt hier gleich weiter. Das ist nicht gut für den Carnotaurus. Er hat auch noch den Kopf gesenkt. Ja, obwohl, er läuft jetzt nur an dem Alu vorbei. Ah, gut, okay. Der Allosaurus hat hier nicht seine Chance genutzt. Das könnte wirklich ihm zum Verhängnis werden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und jetzt scheint es hier weiterzugehen, Freunde. Er hat auf jeden Fall jetzt ein bisschen Regenerationszeit gehabt, hat 45% Leben, wird jetzt aber hier nochmal getroffen, ist jetzt nur bei 18%. Das sieht ja gar nicht gut aus für den Kano, aber er schlägt hier nochmal zurück. Wer kann hier dieses Duell für sich entscheiden? Kann Melvina mit dem Allosaurus Primer aus dem Turnier schmeißen? Oh ja, das sieht danach aus. Das sieht ganz danach aus, dass der Melvina hier diesen Kampf für sich entscheiden kann und somit mit dem Allosaurus den Carnotaurus aus dem Turnier kegelt. Damit, lieber Primer LPP, bist du leider ausgeschieden aus dem Turnier. Aber trotzdem vielen, vielen Dank fürs Mitmachen hier und herzlichen Glückwunsch an dich, Melvina. Du bist eine Runde weiter mit dem Allosaurus. Hast dich wirklich, wirklich gut geschlagen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg weiter hier im Turnier. Falls du dieses ganze Format gewinnen solltest, dann gewinnst du natürlich hier auch einen Preis. Also ich drücke dir auf jeden Fall alle Daumen. Und falls euch das Ganze hier gefallen hat und falls ihr auch noch selber daran teilnehmen möchtet, unten in der Videobeschreibung ist auf jeden Fall ein Video verlinkt. Dort habt ihr noch die Chance, zwei Dinosaurier zu bekommen, und zwar den Indoraptor und den Indominus Rex. Ihr müsst dort einfach alles beachten, was ich dort in dem Video erwähne. Das, denke ich, kriegt ihr hin. Und damit verabschiede ich mich, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Däumchen freuen, falls euch das Ganze gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut, euer Dandy.